Frank Humpfer, Einsatzleiter der Feuerwehr Karlsruhe. Die Feuerwehr Karlsruhe wurde heute um 14.15 Uhr in die Augustenburg Gemeinschaftsschule nach Krötzingen alarmiert. Dort kam es in einem Klassenzimmer zu einer Brandentwicklung. Insgesamt sind wir mit 36 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen ausgerückt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zu dem Zeitpunkt der Brandentwicklung waren keine Schüler mehr im Gebäude. Deshalb kam es auch zum Glück zu keinen Verletzten. Der Einsatz war dann mit der Belüftung des Gebäudes und der Brandbekämpfung schnell beendet und konnte der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden. Unsere Erkenntnis hat so ein Möbel gebrannt, also ein Regal.